Hi und herzlich willkommen zu Tag 138 von Working the Family, das Jahr mit der Eishox-Familie. Es ist gleichzeitig der 9. Januar 2015. Ich habe schon ein bisschen gearbeitet und jetzt geht's hoch. Die Schnuffelmäuse sind wach. Vorher mache ich aber noch einen Zwischenstopp und hole unsere Brötchen. Fürs Frühstück. Was ist denn hier oben für ein Krach? Hier macht ja wer Krach. Machst du Krach, kleine Viktoria? Machst du Krach? Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ihr trampelt nämlich wieder hier auf der Unterlage rum, ne? Oh. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Ja. Wir gehen gleich runter. Morgen! Ja, ist so niedlich. Wer sitzt denn da und guckt beim Frühstücksmachen zu? Hm? Ist das die kleine Charlotte, die in ihrem Hochstuhl sitzt und hier rumstrampelt? Hm? Die hier rumstrampelt? Na, bis er das essen könnt, das dauert aber noch ein bisschen. Da essen wir lieber erstmal Stoffwürfel, ne? Alter, ich weiß nicht wieso, aber dieses graue Wetter geht mir ja dieses Jahr tierisch auf den Sender. Ja, schon wieder so grau draußen alles, windig. Ja, also wer mir auf Instagram folgt und momentan seit einer Woche nicht zu sehen kriegt, das liegt halt einfach daran, dass da draußen habe ich nichts zu fotografieren, neben der vielen Arbeit, die ich habe. Aber das wäre ja schon mal okay, also ich könnte ja jetzt schon mal eine halbe Stunde, aber bah, nee, da habe ich keinen Bock zu. Da kommt nichts Gutes bei raus. Viktoria, hast du auch gut geschlafen? Hm? Weißt du noch nicht so genau, ob du gut geschlafen hast, ne? Kannst du ja nicht beurteilen. Andächtig trinkt sie ihr Frühstücksmilch. Ne, die Frühstücksmilch. Multisprach- oder Multiland-Applikationen und Websites und so sind ja sowieso schon immer ein leichtes Problem, auch wenn da gerade Sprachen dran beteiligt sind, die man nicht kann. So, und jetzt schicken die jeweils für die Länder verantwortlichen Redakteure, die dann auch muttersprachlich sind, finale Texte. Dass man sich auch in einem finalen Text mal verschreiben kann oder so, was erst später auffällt, keine Frage. Dass man später nochmal eine Formulierung überdenkt, auch keine Frage. Die App, wie es ja geht hier, die wird ja für 11 Länder produziert. Und ich habe seit 2-3 Tagen kommen die ersten Textkorrekturen. Das sind halt immer so 2 Seiten meistens. Sprich, da ist ein Bild, das füllt schon mal den größten Teil der Seite und dann müssen halt irgendwo ein Komma gesetzt werden oder noch ein Punkt oder halt ein Zeichendreher raus oder mal ein Satz ersetzt werden. Kein Problem, das ist so pro Land 2-3 Minuten. Ja, und dann kommt Frankreich. Die liefern schon vom Textmaterial, also von dem reinen physischen Dokument, schon Mist ab. Da sind die benutzen sie halt immer hier die Einrückungen in Word und das Problem ist, diese Aufzählungsdinger, der Umgang damit ist offensichtlich nicht jedem gegeben. Ne? Also da ist dann halt 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 3, 4, also da kommen dann irgendwann durch Löschen und wieder Einfügen oder oh, ich kann es eigentlich nicht, kommen dann da unterschiedliche Zählungen zusammen. Und dann schaffen die es immer, irgendwelche versteckten Sonderzeichen einzuführen, die dann zu seltsamen Umbrüchen oder Löschen von letzten Zeichen oder sowas führen. Oder halt zu Leerzeichen, die eigentlich nicht sein müssten. Und dann kriegst du den Korrekturbogen. 15 Seiten für Frankreich. Alter, fass dir an den Kopf. Und das ist nicht nur bei dieser einen Firma, sondern das ist fast jedes Mal gewesen bis jetzt. Wenn ich irgendwie französische Texte habe, kamen immer seitenweise Korrekturen. Boah, ja, das musste jetzt mal loswerden. Für die französische Variante der App gibt es übrigens auch als einziges 8 Seiten Teilnahmebedingungen. Also ohne Scheiß, die anderen, ich glaube die längste von den anderen sind 3 Seiten, also so untereinander weggeschrieben. Und genauso untereinander weggeschrieben, aber nur auf Französisch sind halt 8 Seiten. Also die meisten haben so 8 Hauptpunkte mit 2 bis 3 Unterpunkten. Und die Franzosen haben 14 Oberpunkte mit
Ja, auch immer so zwischen 2 bis 5 Unterpunkten. Ey, kurzfassen geht nicht, oder? Sag ich gerade noch, Alter, sind das dicke Tropfen. Sehe ich, ist Hagel. Alter. Der wird ja richtig getrieben von dem Wind, der Hagel. Und ruckzuck geht draußen die Welt unter und auf der Straße sammelt sich das Wasser. Also da vorne, vorm Zaun ist schon alles, alles schwimmt alles. Ich meine, bei uns auf dem Hof ja auch, schwimmt ja in die Richtung. Krass. Das ist wieder mal echt heavy. Alter, das hat eben ganz schön Blitz und einen Donnerschlag gegeben. Es war quasi das erste Gewitter für die beiden Schnuffelmäuse. Das hat das letzte halbe Jahr noch nicht einmal gekracht bei uns hier. Aber haben sie locker weggesteckt, haben sie gar nicht wahrgenommen, haben sie quasi ignoriert. Feierabend und Wochenende. Yes, yes, yo. Ja, dann hilfst du halt dem Papa beim Kochen. Beziehungsweise beim Kohlwurst braten. Ja, bei uns gibt es nämlich heute Kohlwurst und Grünkohl. Ja, der Grünkohl ist von meiner Mutter und die Kohlwurst ist auch aus der Gegend. Mmh, lecker. Deine Tischmanieren lassen aber noch zu wünschen übrig, ne? Kannst doch nicht die Füße auf den Tisch legen. Die Füße gehören doch nicht auf den Tisch. Hallo, kleine Charlotte. Kleine Charlotte. Hast du das alles erlebt heute? Hm? Hast du mit deiner Mama und deiner Schwester was unternommen hast? Hm, als du gespielt hast? Kleine Süße. Hat die große Jägerin Mammut erlegt, hä? Und ist es auch noch roh? Nein. Ja. Ja, da sind Haare dran, ne? Schmeckt nicht. Ja, das Mammut spricht auch noch, ne? Aua. Er ist so niedlich. Ja, was denn? Und ich weiß auch gar nicht, wie Charlotte oder warum Charlotte so auf die Kamera reagiert, weil das Konzept, was Kamera ist, kann sie eigentlich nicht wissen. Das Einzige vielleicht, weil sie mich da reinquatschen sieht oder so. Weil ich sag mal, selbst das Spiegeln da vorne auf der Linse ist nicht so ganz so dolle. Ne? Und trotzdem fokussierst du das Ding immer. Die sind im Bett, können wir langsam ins Wochenende gleiten. Und deswegen sagen wir Tschüss, wir sehen uns morgen.